Moin ihr Keks und herzlich willkommen zurück bei Chris-tainment, heute mit der Loot-Chest. Ja, meine Postbote hat mich gerade auf dem Sprung quasi on the jump erwischt und hat mir die Loot-Chest in die Hand gedrückt. Da habe ich gesagt, komm, machst du direkt mal ein Video. Vorweg aber nochmal zwei kleine Sachen. Erstens, es hat sich auf meinem Kanal etwas geändert. Und zwar, wenn ihr seht, die Übersicht, die Kanäle bzw. die einzelnen Rubriken haben sich etwas reduziert. Warum? Ich habe eine große Rubrik Unboxing gemacht, wo alle Boxen drin sind. Weil die mittlerweile so unterschiedlich kommen und immer verschiedene Boxen sind, dass ich einfach gesagt habe, komm, machst du eine Sparte, das ist übersichtlicher für alle. Und das zweite habe ich jetzt vergessen. Blöd. Egal, fangen wir direkt mal an mit der Box. Das neue Design kennt ihr ja schon. Die haben seit letzter Box ein neues Design gekriegt. Wobei ich finde, dieses Mal, weil es halt draußen etwas kühler und etwas kälter ist, nasser ist, ist die Box ein bisschen weicher. Also, aber ich hoffe, dem Inhalt ist nichts passiert. Ist auch alles zugeklebt. Früher war es ja vorne am Deckel einmal so. Jetzt ist an den Seiten zwei Stück. Ist auch ein bisschen. Nicht euer Ernst, oder? Oh, Scheiße. Okay. Ich mache es heute mal so. Ich mache heute zwei Bewertungen. Einmal die Bewertung allgemein für Leute neutral und eine persönliche Bewertung. Da kann aber Lucius nichts für. Egal, fangen wir mal an. Na, klasse. Super! Die Box ist trotzdem cool. Heftchen tue ich mal hier, damit ihr nicht gucken könnt. So, jetzt kommt ein kleiner Insider. Lehrer kommt direkt vorweg. Ich bin ja in einer Gruppe in der Funko-Sammelkiste und da gibt es im Moment so einen Hype um den Ecto 1 von Titans. Das ist auch so eine Vinylfigur, sowas ähnliches wie Pops. Ich habe davon zwei Stück, einen habe ich verkauft, weil der war gesucht ohne Ende. Jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es ihn auch in der Loot-Chest. Das Geile war, das Ding war ein Nerdblock-Exclusive oder ein Arcade-Block-Exclusive aus Kanada. Jetzt ist es ein Loot-Chest-Exclusive. Was ich geil finde, dass Loot-Chest jetzt eigene Exclusive-Sticker hat, finde ich cool. Das kann ja auch sein, dass eventuell Loot-Chest mal auf die Idee kommt, Funko-Pop-Figuren zu machen. Sticker ist ja jetzt da. Na, ein kleiner Wink an die Leute von Loot-Chest. Ich persönlich habe davon jetzt nichts mehr, weil ich habe die zweimal. Aber trotzdem ist es ein geiles Item. Deswegen finde ich das so witzig. Ja, das kommt zum Schluss. Das finde ich auch sehr geil. Das Spiel habe ich mir vor kurzem geholt. Fallout 4 kann ich nur empfehlen. Ich mache jetzt keine Spiele, vielleicht mache ich auch Spiele. Apropos Spiele, genau, das wollte ich von euch. Wie ist es denn im Interesse, ob ich euch Spiele vorstellen soll? Jetzt nicht im Stil von Let's Play, wo ich dann stundenlang so irgendwelche Level durchdaddle. Nee. Von wegen Spiele-Reviews. Vorstellen, was man machen kann und so weiter. Wenn ihr Bock drauf habt, ich habe einige neue Spiele hier. Knallt es mal in die Kommentare. Wenn ihr Bock drauf habt, mache ich das gerne. Auf jeden Fall ist das der Fallout Boy. Ihr seht ja typische Pose hier so, Auge zu und Daumen. Jetzt denken viele, was viele nicht wissen, passt mal auf jetzt hier. Haha, das ist eine interessante Sache und zwar diese Pose mit dem Daumen nach oben und dem zugeknickten Auge, ja genau, hat nichts zu tun mit von wegen, ey, super gemacht. Nein, früher in den 60er Jahren oder 50er Jahren war es so, dass wenn es zu einer Atomexplosion gekommen wäre, gab es eine Guideline, die besagt, wenn ihr mit eurem Daumen den Atompilz verdecken könnt, seid ihr weit genug weg von der Explosion. Also klar, mit zwei Augen kann man es nicht sehen, deswegen muss man ein Auge zumachen und dann den Atompilz verdecken. Wenn das passiert ist, wart ihr in Sicherheit. Anführungsstrichen. Deswegen guckt der Fallout Boy so. Ne? Okay, das finde ich jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, blöd. Doch, ich finde es ein bisschen doof. Es gab von Loot-Chest eine Ultimate Box, die Retro Box. Für mich persönlich ist es jetzt doof. Für alle anderen, die diese Retrobox nicht gekauft haben, ist es natürlich gut. Big Twice, das ist eine CD. Die gab es in Form von einem MP3-Download und einer LP, also einer Langspielplatte. Vinyl, kennen viele noch. In dem Retro-Buch, was ich vorgestellt habe, das 55 Euro, was auch richtig geil ist. Hier habt ihr quasi das Buch nicht dabei, aber ihr habt die Musik jetzt. Bringt mir auch nichts. Es ist cool für andere, für mich bläh. Also, zwei Items, die mir überhaupt nichts bringen, aber cool sind. Nicht jetzt hier verwechseln, ne? Also nicht, ich sage nicht, dass es scheiße ist. So, was ich richtig schlecht finde, ist das hier. Das haben wir in verschiedenen Boxen schon mal gehabt. Auch in der Loot Chest war es schon mal drin. Da war ein Kugelschreiber drin. Jetzt haben wir hier einen Anspitzer und einen Bleistift von Marvel. Das sind für mich so Lückenfüller. Die, ja, wenn man ein Kind hat, zum Schulanfang oder sonst irgendwas, ist okay. Ich kann damit so gar nichts anfangen. Also ja, es ist halt, für mich ist es ein Lückenfüller.
Das ist auch wahrscheinlich Geld, was total... toll. Das ist auch so ein Trend, was Luchess im Moment macht oder ab und zu macht. Ein Buch. Der Guide durch die Star Trek-Romanwelt. Willst du mich verarschen? Wollt ihr mich eigentlich verärgern? Ein Star Trek-Buch? Für mich? Hallo? Nein. Luchess, worst box ever. Nee, das Buch, das werde ich nicht mal anlesen. Gar nicht mal an. Boah, das geht doch nicht. Können wir nicht. Ich könnte mal für mich ein Star Wars-Buch reinsetzen. Kein Comic, sondern ein richtiges Buch. Das werde ich nicht lesen. Wer das haben will, gerne. Dark Schnegel, kannst du es gerne haben. Ne, never. Nochmal, für Leute, die es interessiert, ist es natürlich ein super Teil-Item. Für mich, nein, never. Hallo. So, das T-Shirt wiederum finde ich doppelt Thumb up. Also doppelt Daumen, finde ich sehr gut. Es ist ein, das finde ich super geil. Ah, ich hasse diese Dinger. Müll für die Welt. Ich hatte es gerade schon mal erwähnt, Fallout 4. Dieses T-Shirt vereint zwei Spiele, die ich sehr geil finde. Und zwar, mal gucken, wie es darauf kommt. Tada! Fallout und Borderlands. Es ist ein Claptrap mit dem Style vom Fallout Boy. Das finde ich sehr cool. Da steht sowas drauf. Habe ich gleich gesehen. Vault Hunter. Wer das Spiel kennt, also das Borderlands, der weiß, was der Vault Hunter ist. Oder was das heißen soll. Das versuche ich jetzt nicht zu erklären, weil es dauert zu lange. Und dann haben wir noch was ganz tolles Süßkram. Extreme Sour Hard Candy. Oh, die habe ich mal probiert. Die sind, glaube ich, richtig schlimm. Einmal Zitrone und einmal Apfel. Das war's. Das war's. Übersichtlich. Ich möchte noch mal betonen, weil viele Leute immer meckern von mir, Luchess hat zu wenig Items und da. Finde ich gar nicht. Also es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 7 Items, wobei, ja gut, das Bleistift und so Dings. Aber es sind alles lizenzierte Items mit königlichen Lizenzen. Also hier zum Beispiel, ne? Fallout Boy oder der Ecto. Ich mache jetzt mal erstmal die Bewertung. Also, persönliche Bewertung gibt es 5 Punkte. Also die Hälfte, weil... Star Trek Buch, hallo! Geht's noch? Und dann die beiden Sachen, die ich schon habe. Da kann die Luchess nichts für. Für mich sind es aber noch 5 Punkte. Weil, persönlich, allgemein, wenn ich davon nichts hätte und allgemein das Ding sehen würde, würde ich sagen 7,5 bis 8. Geiles T-Shirt. Die CD finde ich auch gut. Wobei die Lieder, die drauf sind, sind nicht Originallieder von, was ich jetzt erraten würde. Hier steht zum Beispiel Street Fighter, geiles Team. Das ist ein Remix von irgendeinem gemacht. Oder Tetris ist auch ein Remix. Und Super Mario gibt es, glaube ich, auch. Super Mario Brothers ist auch ein Remix. Sind nicht die Lieder, die ihr erwarten würdet. Also 8-Bit und so weiter. Der Ecto ist super geil, finde ich klasse. Auch wenn ich ihn schon habe. Deswegen sage ich mal 7,5 Punkte für diese Box. So, zu den Geschichten. Was ist alles kostet? Ja, wir sind Tossi, Torben und Jessi. Oh mein Gott. Torben und Jessi. Das finde ich schon mal cool. Das ist wahrscheinlich zwei Personen, die zusammen sind, die dann ihre Namen zusammen... Ja, egal. Das ist eine witzige Geschichte. So, Ecto 1, 18 Euro. Wortshirt, 15 Euro. Keychain, 6 Euro. Ja gut, kann sein wegen dem Hype gerade, weil Fallout 4 gerade so richtig abgeht. Das Buch, 13 Euro. Ey Leute, echt, ernsthaft? Nein. Das hätte ihr echt sparen können. Das hier, das Gedönse, 2 Euro zusammen. Dann diese super Dinger sind einfach nur sauer. Und als Plus-Item. Jetzt steht wieder Plus dabei. Habt ihr meine Kritik angenommen? Das finde ich ja sehr cool. Also jetzt ist es wieder mit Plus. Ne? Gegradet, hätte ich was gesagt. Ist die CD. Die CD kostet 13 Euro. So, jetzt nicht falsch verstehen. Die Box ist gut. Für mich persönlich nicht, weil ich viel von dem Kram schon habe und das Star Trek-Buch dabei ist. Also ich könnte jetzt sagen, so. Für mich sind zwei... Ja gut, die Süßigkeiten noch. Ja, ganz süßer. Für mich sind zwei Items super. Der Rest ist für mich dann weg damit. Wer möchte, bitte melden. Auch die CD. Könnt ihr gerne haben. Im Tausch natürlich. Ich verschenke ja nicht. Außer wir kommen auf die 500, dann machen wir ein Gewinnspiel. Dann kann auch was davon reinkommen. Und nochmal, Dark Schnecke, wenn du Bock hast, dann kannst du das Buch gerne haben. Luchess, November 2015.
Was sagt ihr denn zu der Box? Gebt ihr eine Wertung? Gebt doch mal eine Wertung ab. Ich bin mal gespannt, was ihr für eine Wertung abgibt. Ich habe gesehen, in meinem letzten Post haben einige von euch schon mal angefangen von wegen, oh, ich gebe ja 6,5 Punkte, 5 Punkte und so weiter. Würde mich mal interessieren, was ihr jetzt über solche Box haltet. Was ihr über solche Box haltet. Von solchen Box haltet. Box, Box, blablabla. Boxen. Mein Gott, schwere Sprache so früh im Morgen. Wir haben auch schon 11. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, Däumchen nach oben wäre super für mich, würde mich auch richtig freuen und ich weiß, dass es auf dem richtigen Wege läuft. Und wer hat noch kein Abo? Was ist denn da los? Bitte ein Abo abschließen, aber sofort. Würde mich auch darüber freuen und es hilft mir extrem, dass ich euch mehr Sachen bringen kann und auch mal größere Sachen, auch für die Gewinnspiele. Gewinnspiele, Christian mit, ja, dann machen wir mal hier Abo. Und so müsst ihr natürlich auch die Videos gucken, sonst bringt es ja nichts. Ich danke fürs Zugucken. Wir sehen uns dann das nächste Mal Mittwoch. Bis dahin, sag ich einfach mal entspanntes Tschüssikowski-Kekse und